Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der weichen 2K20. Oh ja, das Bier hat sich jetzt schon mal eine halbe Stunde verzögert mit Udo. Aber der kommt jetzt wahrscheinlich zu mir hochgefahren. Oder aber ich schaffe es jetzt, dass ich gleich fertig bin. Oh, ich bin sogar tatsächlich gleich fertig. Dann können wir es noch schnell abdecken. So. Sehr schön. Haben wir das geschafft? So, dann kann ich mich nämlich auch auf den Weg zum Nagelbauern machen. Damit wir unser Feierabendbier genießen können. Fenster können wir offen lassen. Ah, ist sogar zu. Stimmt ja. So, fahren wir mal. Licht aus Versehen ausgemacht. Bin ich jetzt vor ihm da oder was? Da ist er. Servus. Servus. Moin. Moin, du bist gut. Guck mal auf die Uhr. Oh. Und, alles fit? Ja, und selber? Boah, Silage noch abgedeckt bekommen, alles gut. Voll verdichtet. Top. Ja, gehen wir mal rein, oder? Ja. Ich meine, der hat ein gutes Weißbier oder so. Ah ja, klar. War früher immer schon. Ja? Ja. Wo willst du hinsitzen? Hier, oder? Ja, passt. Dann noch schön warm noch. Ja, laue, was haben wir denn? Laue 17 Grad. Oder so. Ah, schön. Du hast jetzt wirklich schon über 80 Kühe? Ja. Hey, da bin ich beim Ey. Ich hab grad mal 6 und den, ja, denen geht's schon gut, aber. Ah, ich hab hier noch 80 Kühe. Hast du, was hast du an Futter schon drin? Heu, Silage und Gras, ein bisschen was. Wasser. Aber Silage habe ich doch auch noch von dir liegen, ey. Das war's. Muss ich mal nachgucken. Du hast mir doch am Anfang Silageballen mal vor ein paar Wochen verkauft. Ja. Ich muss jetzt noch Stroh reinfüllen. Mhm. Hab einen Futtermischerwagen schon voll gemacht mit Stroh. Füll ich jetzt da noch was ein. Wo hast du das Stroh her? Habe ich beim Leo gekauft, ein paar Ballen. Ach so, okay. Weil ich Stroh komme, ich warte gerade darauf, dass mein Feld irgendwie reif wird, aber das dauert noch so ewig. Ah, du machst Feldwirtschaft oder was? Ich habe ein kleines Feldchen angesät, ja, mit Hafer.
Nee, ich mache komplett Wiesen. Ich kaufe mir das Stroh einfach an. Das ist nicht so teuer. Ja, Kaufe ich ich das an. muss mal gucken. Ich hätte schon gern, so wenig Ausgaben wie möglich, weißt du. Hast du Erfahrung mit Pöttinger Ladewagen? Wettdinger. Ja. Ja, früher, ne? Und wie waren die so? Gut. Das ist ja sehr Waren tipptopp. überzeugend. Waren tipptopp, konnte man nichts sagen. Okay. Ja, weil ich bin mir am Überlegen, guck mal hier ist Prospekt. Wenn du da reinguckst, hinten den Eurobus 370H. Ja, schon gerade auch angeguckt. Den bin ich am Überlegen, weil in meinen alten Dinger gehen 15.000 Liter rein. Und der Eurobus, der 370H, der wäre von der Größe her auch noch okay. Ja, das stimmt. Ich weiß ja jetzt nicht, die anderen sehen so mächtig aus. Ah, der Jumbo, der erste, der geht auch noch. Ja, aber der ist hässlich mit dem Vorbau da. Den Ja. gefällt mir wieder nicht. Aber wobei der andere, der kleine, hat den auch. Ja, oder was ich mir überlegt habe, ist den Strautmann. Aber ganz ehrlich, der kostet Tausender mehr und hat 7.000 Liter weniger, wo reingehen. Ja. Oder den 330. Das wäre vielleicht auch interessant. Den kleinen. Der hat halt nur 28.000 Liter, aber das wäre auch schon mal fast verdoppelt. Ah, das geht ja noch alles. Weiß, ich muss halt gucken, bei mir oben ist nicht so groß. Also entweder den oder den anderen. Was empfiehlst du für einen Güllefass? Güllefass. Ja. Ja, ich hatte jetzt das Fiegel. Welches? Das VFW. Mhm. Aber da gingen die Schläuche nicht dran. Ja, nee, haben Irgendwie, sie. da war ein Produktionsfehler. Okay. Jetzt wollte ich mal mit dem Leo reden, ob man neues, ob der irgendwie an ein neues rankommt, weil ich habe da letztens irgendwo so ein schönes gesehen. Das ist ein bisschen größer, braucht ein bisschen mehr PS, aber das ist tipptopp eigentlich. Aber momentan habe ich das Fliegel als Ersatzdingen, den Josken. Joskin, Den also Modulo Güllefass. 2, ja. Okay. Habe ich momentan da, aber das ist oh. Ist auch nicht so, oder was? Ja, das ist halt doof mit den direkt in die Erde mit den Schläuchen, ne? Ja, das ist bei unserem Gelände hier, da ist Ja, das, ja. ja, da hast du recht. Nee, Wird das stimmt. besser. Für Ich ein hätte lieber so einen Schwenkverteiler. so ein Feld ist das, glaube ich, ganz gut. Also wenn du eine Fläche hast, aber so Ja. auf der Wiese und so. Aber die sehen mir alle so groß aus. Kann ich mir das Joskin bei dir morgen mal angucken? Ja, kannst du gerne machen. Weil, keine Ahnung, ich muss auch mal überlegen. Braucht da auch noch was? Aber die sehen mir so groß aus. Also ich habe Angst, dass ich dann oben irgendwie keinen Platz habe. Ah, ja gut, du hast nicht so viel Platz da oben, ne? Nee, vor allem. Oh Gott, das Fliegelding, das sieht ja im Katalog riesig aus. Igel. Ja. Der ist gar nicht so groß. Nicht? Nee. Und das Modul, das Joskin, das ist kleiner, oder was? Nee, das ist größer. Okay. Okay, Viel und größer. von dem neuen Hersteller, wo du gesagt hast, wie schauen da die Dinger aus? Das ist ungefähr die Größe wie das Josken, aber da kannst du halt hinten einen kleinen Schwenkverteiler dran machen und so einen Schwenkverteilerarm. Kannst du da dran machen. Okay. Und die haben aber nur eins im Angebot, oder was? Ja, aber mit verschiedenen Anbauten, also die haben da verschiedene Teile dran.
Kannst dann auch so einen Güllegrubber holen, Also den dann hinten direkt dran rein. machen. Okay. Genau. Okay. Quasi wie das Fliegel, nur ein bisschen größer. Muss ich mal gucken. Ah, wie machst du deinen Stall sauber? Frontlader, oder? Ich? Mit dem Teleskoplader. Okay. Ja. Und was ich auch noch kaufen muss, ist so ein Winterdienstzeug. Das war das, was wir Ah, ein vorhin noch. Schneepflug, ja. Hat zumindest vorne Aber so ich ein Schild glaube, oder den kriegen wir von der Gemeinde auch gestellt, weil die wollten das irgendwie einteilen oder so. so. Zumindest war das früher immer so. Okay. Entweder wurde das da an einen Bauer weitergegeben oder an mehrere, wenn sich da zu welche bereit erklärt haben. Okay. Na, das wäre ja auch okay. Ja, weil da müssen wir mal gucken. Ich habe halt Angst, dass bei mir oben kommt ja keiner mehr hoch, wenn ich da mal eingeschneit bin, weißt Ja. du? Oder zumindest mein Hof, den muss ich ja auch irgendwie sauber freiräumen. Da muss ich bei Leo noch mal ein paar Bestellungen aufgeben. Ja, wir können mit der Gemeinde irgendwie reden, vielleicht auch schon welche, die wir uns dann an die Höfe holen können, dass wir direkt von den Höfen aus freiräumen können. Es wäre am geschicktesten. Nachher verunglückt man da, wenn wir Ja. irgendwo hinfahren müssen, um die Dinger abzuholen. Naja. Ist aber dunkel geworden jetzt. Ja. Was sagt denn die Uhr? Boah, 11:30. Eins trinkt man noch, oder? Ja. Mann. Können wir mal hier in den Kuhstall gucken gehen von denen? Weißt du, das darf man? Alter, Klar. kannst du nicht einfach da drüben. Komm. Alter, Falter, ey. Bist du wahnsinnig? Die denken Was bestimmt, denn? Nee. wir sind eingebrochen. Nee. Den kannst du gucken gehen. Ja, sagst du hier so. Früher hatten sie auch Kühe. Ich weiß nicht, ob die noch welche haben. Ist das die Milchstube oder was? Ja. Geh mal rein. Er klemmt. Geh mal weg. Hey, mach die Funzel aus. Was denn? Ich habe Angst. Anlassen. Wehe, wehe, du lügst, ey. Sag's dir. Hey, der war mal früher immer. Ja, Früher als früher. kleiner Junge bin ich hier immer mit so einem kleinen Eicher rumgefahren und hab hier einen Stall sauber gemacht. Deshalb stehen hier jetzt wahrscheinlich keine Kühe mehr. Ja, sind doch schon alt, die Leute. Mann, nur noch das Wirtshaus. Steht noch das Wasser drin, von früher. Wasser? Hier. Hast du immer drin gebadet, ha? Nee. Kühe. Aber die Weide ist eigentlich hier ganz schön noch. Was ist Kannst denn schön hier? runtergehen. Der hat einen Gatter. Ja. Mit die Kühe hier. Kannst du dann zumachen. Kannst hier durchfahren. Ja, aber ist ganz schön. Unten ist direkt die Seilbahn. Moment, muss ich wieder zumachen, nicht dass die Kühe abhauen. Wenn es geht. Ah, jetzt. Hat er hier noch einen Außenstall? Oh, hier ist direkt die Seilbahn. Oh ja, ich glaube, Skifahren wird dieses Jahr nichts. Aber schön wäre es. Das hier ist, meine ich, noch die alte. Die ist nicht mehr im Betrieb. Die neue ist jetzt irgendwo ganz weit da hoch. Ja, hinter mir oben. Da ist Ja, auch eine. genau. Das ist die neue. Die hier ist nicht mehr im Betrieb. Die war früher immer im Betrieb. Da konntest du immer vom Wirtshaus gucken, hier drauf, wie Leute mit dem Lift hochgefahren sind. Ja, schick. Ah, du, langsam werde ich müde. Ja, ich such. Ich kann ja fragen, ob wir ein Zimmer hier kriegen. Ach komm, ich fahr noch heim. Du hast es Muss nicht morgen weit. früh noch Heu machen, ey. Gut. Oh, aber das war auch mal wieder schön, ey. Ich habe nämlich,
ganze Zeit gedacht, ey, wir sehen uns gar nicht mehr, seit wir unsere eigenen Höfe haben, gell? Ja. Da macht jeder nur noch sein eigenes Süppchen. Ja. Ich stehe morgens auf und hole mir einen Kaffee und alles direkt mit dem Traktor. Ich gehe, hab mein Haus eigentlich nur noch zum Schlafen. Was musst du morgen noch machen? Entweder presse ich oder guck mal, ob ich das mit dem Ladewagen reinhole, das Gras, und dann war das. Was machst du mit dem Gras? Einfach so lose. Silage Ah, mache okay. ich daraus. Okay. Ja, mal gucken, wenn du noch Hilfe brauchst, ich muss nochmal wahrscheinlich drüber wenden und dann einsammeln. Nee, dann auch Ballen pressen. Mal gucken, wie das Wetter wird. Jo. Dann meldest dich einfach, wenn du Hilfe brauchst. Wenn ich Zeit Jo. habe, komme ich runter. Jo. Gut, bis dann. Jo, tschüssi. Ciao. Oh ja, das war mal wieder schön hier. War einen entspannten Abend ohne. Oh Gott, jetzt ist aber schon sehr dunkel, ey. Ohne Stress mal einen schönen Abend gehabt. Langsam. So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne am Mittwoch wieder rein bei der nächsten Folge. Leben auf dem Bauernhof. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.